Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist wieder eure Sonja aus Nürnberg. Ja, jetzt hat es doch schon wieder einen Monat oder ich glaube sogar länger gedauert bis zu meinem nächsten Video. Ich habe euch ja in meinem letzten Video von meinem neuen Leben berichtet. Und tatsächlich ist viel passiert auch in der Zeit. Und jetzt ist das aber wieder ein Tag, wo ich sage, ja, jetzt gibt es wieder ein Video. Und ich möchte euch so ein bisschen teilhaben lassen an dem, was passiert ist und so einen kurzen Ausblick geben, was ich jetzt so weiter vorhabe. Zum einen habt ihr ja auch mitgekriegt, wahrscheinlich, ich hatte ja den Professor Schellnhuber interviewt, zusammen mit dem Alex Zio und habe auch den Willi Smits in Baden-Baden getroffen. Der hat ja einen Bambi bekommen für die Kategorie Unsere Erde und das war super aufregend und hat auch viel natürlich aber auch Zeit gekostet und hinfahren und organisieren. Und jetzt sind so die nächsten Schritte für mich einfach auch dran, weiter in das Loslösen zu gehen, weiter in die Reduktion. Ich habe jetzt mein Auto verkauft, weil in Nürnberg braucht man keins, aber einfach auch aus finanziellen Gründen. Und habe auch immer mehr an diesem ganzen Tauschen, Reparieren und Teilen Gefallen gefunden. Also im Moment lebe ich zum Beispiel in meiner Wohnung zu dritt und mache quasi Wohnungssharing, wie man so schön sagt. Habe jetzt auch entdeckt, dass ich super viel Freude dran habe am Nähen. Also ich nähe gerade aus einer alten Hose einen Funktionsrock, was ich gerade auch super spannend finde. Und dieses Ganze auch teilen ist echt eine tolle Sache und macht wirklich Freude. Ich kann das jeder Person nur ans Herz legen. Und es gibt auch die Möglichkeit, massiv Kosten zu sparen. Ich habe euch ja auch das letzte Mal in meinem Video gesagt, dass ich jetzt in Teilzeit pflegerische Assistentin bin. Dadurch natürlich auch eine andere finanzielle Struktur habe. Aber durch das Teilen und Tauschen mangelt es mir, das kann ich wirklich so sagen, an absolut nichts. Also fühlt auch gern mal in euch, geht mal so in euch rein, schaut euch mal in eurer Wohnung um, was habt ihr vielleicht, was ihr so gut wie gar nicht benutzt. Oder was wäre eine tolle Möglichkeit, einfach mal zum Tauschen anzubieten oder einzuladen. Freunde von uns machen zum Beispiel auch oft ein gemeinsames Essen, laden ein, mitbringen, kochen. Jeder bringt irgendwelche Utensilien mit zum Kochen und es wird gemeinsam gekocht. Und das sind wirklich ganz tolle Sachen. Oder ein Bekannter von uns, der backt Brot, super tolles Brot. Und wir kriegen dann öfter von dem so ein tolles Brot, also Top-Qualität. Er freut sich, dass es auch jemand abnimmt. Dafür hat er schon öfter mal eine Bananenschokocreme bekommen oder eben andere Sachen. Also das ist so ein bisschen der Impuls des heutigen Tages, wirklich zu sagen, schaut mal, was kann man teilen. Teilen macht einfach Spaß. Und von dem Ausblick kann ich sagen, ich habe jetzt auch meine Wohnung gekündigt, also ich reduziere weiter und bin gerade so ein bisschen im Dschungel der Varianten, was kann ich wo sinnvoll, nachhaltig, aber auch in gewisser Form von Selbstliebe, vielleicht auch noch mit einer gewissen monetären Möglichkeit veräußern. Und ich kann euch sagen, das ist gar nicht so einfach. Gerade auch zum Beispiel bei Klamotten habe ich gedacht, gut, gibt es ja wunderbare Möglichkeiten, wo man vielleicht auch was abgeben kann, aber die einen haben nur ganz begrenzte Öffnungszeiten und nehmen nicht mehr als eine Person selbst tragen kann. Die anderen wiederum wollen nur saisonale Sachen haben und die nächsten haben zum Beispiel auf 3 Monate gar keinen Termin mehr frei, dass wir überhaupt irgendwas dorthin bringen oder vor allem auch abgeholt bekommt, weil ich habe ja gesagt, ich habe jetzt auch kein Auto mehr, das heißt, da muss man ja auch ein bisschen logistisch gucken, wie man das macht. Da laviere ich mich gerade so durch die Möglichkeiten an super Initiativen, aber eben auch an den organisatorischen Dingen und Rahmenbedingungen. Und da würde ich jetzt auch anfangen, so eine Art wie Tagebuch oder Online-Tagebuch, Videotagebuch zu führen, um euch mal so ein bisschen dran teilzuhaben, wie das so aussieht, wenn man seine Wohnung leerräumen möchte, aber eben auch nachhaltig die Dinge weiter vergeben möchte. Und vielleicht habt ihr da auch Ideen, wo man einfach gemeinsam anpacken kann, was ihr auch bräuchtet zum Beispiel. Ich habe viele tolle Dekosachen, ich habe Bücher, ich habe DVDs, ich habe natürlich auch Regale. Ja, also gerne auch, wenn jemand irgendwas haben möchte. Ich kann vielleicht auch noch ein paar Bilder einstellen.
dann super gerne Info an mich. Und ja, so ein erster kurzer Ausblick von meinem neuen Leben und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!